Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part der Sims 4 PLP WG. Ja, es ist wieder der nächste Tag. Ich versuche mal dieses Mal, dass der Part nicht ganz so lang wird. Wahrscheinlich scheitere ich kläglich und nein, danke. Ich wollte dir nur eine SMS schreiben, um meinen Wunsch zu erfüllen. So, ja, die erste, die aufgewacht ist, ist Mira. Die anderen sollten noch ein wenig schlafen. Du musst duschen und hast Hunger. Du wachst dann auch irgendwann demnächst auf, du auch, und du musst wahnsinnig dringend aufs Klo. Und bei Luca haben wir den Bug, den wir letztens bei Winnie hatten, der hat irgendwie jetzt hier doppelt einschlafen. Das ist, keine Ahnung, warum das ist. Jetzt müssen wir wahrscheinlich alles wieder einzeln machen. Wahrscheinlich müssen wir einmal kurz mit ihm verreisen, dann ging das, glaube ich, weg. Das war zumindest bei Winnie so, wer bist du denn? Brand Hacking, und wer bist du? Wolfgang Munch, okay. Wir müssen unbedingt eine Gruppe erstellen. Und zwar würde ich sagen, macht das die gute Sunny. Und zwar werden wir selbst eine Gruppe erstellen und wir sind die Pretty Little Players. So, ich denke, da brauche ich nicht viel zu schreiben. Einfach die Pretty Little Players. Sunny erstellt das, denn hier kommt man nur als eingeladener Gast rein, denn Sunny hat ja aufgerufen hier zu dieser Spielegruppe. So, wir sind zu viert. Anforderungen, Kategorie wählen, Anforderungen wollte ich nicht hier, Gruppenaktivitäten. Da wählen wir mal Essen und Trinken. Nö, Kunst und Musik. Hobbys. Programmieren weiß ich jetzt nicht so genau. Aber wo ist denn Spiele spielen oder so? Naja, ich mach mal Programmieren dazu, weil dann bekommt Winnie immer ein Plus, wenn wir das machen. Spiel und Spaß, hier müsste es doch eigentlich sein. An Arcade-Automaten spielen, ich habe keine Ahnung, wo es in dieser Welt einen Arcade-Automaten gibt, in diesen Welten. Videospiele spielen natürlich, klar. Und auf jeden Fall sozial freundlich sein. Küssen. Nee, freundlich sein mit jedem. Freundlich sein mit Gruppe. Untereinander freundlich sein, aber auch so freundlich sein. So, mit jedem. So. Wenn wir mit jedem freundlich sind, dann sind wir auch automatisch mit der Gruppe freundlich, oder? Dann kann ich das ja eigentlich wegmachen. Das ist jetzt hier mit jedem. Freundlich sein zu jedem. Und häusliche Aktivitäten, was gibt's hier? Fernsehen. Ja, das ist doch nicht schlecht. Fernsehen und Treffpunkt, kann man hier was einstellen? Das Haus, allgemeine Orte, WG-Haus. Ja, WG-Haus, Treffpunkt, alles gut. Willow Creek, WG-Haus. Oder kann man hier auch einfach sagen, hier gibt's ja eigentlich nichts, ne? Nee, dann machen wir mal hier WG-Haus, ne? Oder gibt's hier... Ach so, nee, das dürfte schon gut sein. So, dann sind wir jetzt, ein Bild natürlich noch. Hier Kopfhörer. Ja, die Kopfhörer passen am besten, auch wenn das irgendwie alles nicht so ganz passend ist. Aber Kopfhörer, weil man ja zum Zocken Kopfhörer braucht, normalerweise. Und jetzt haben wir hier alle eine Nachricht bekommen. Ja, Sunny, danke schön für die schöne Nachricht. Ja, wir sind jetzt bei den Pretty Little Players. Yeah, willkommen in der Gruppe Pretty Little Players. Ich freue mich, dass du dich entschlossen hast. Ja, okay, zum Beitritt entschlossen hast. Mehr kann ich nicht lesen, weil, ja. Du hast jetzt aber Hunger und ich würde sagen, wir machen das mal eben schneller. So, wie ist das mit der Arbeit? Du musst jetzt noch nicht zur Arbeit, sondern erst in 24 Stunden, nämlich am Montag um 9, okay? Dann, was könntest du denn danach mal machen? Du könntest danach mal einfach ein bisschen... wir mussten, glaube ich, hier, wie geht's dir? Videospiele musst du nicht mehr spielen, ist schon abgeschlossen. Du tanzt gerade. Ja, das ist okay. Das Klo ist kaputt. Dann, wenn du hier fertig bist, reparierst du das Klo. Und dann würde ich sagen, verbessern wir das auch. Du liest jetzt ein Buch.
Ach so, ich wollte gerade sagen, geh doch aufs Klo, aber ist vielleicht gerade nicht so schlecht. Meine Pizzicato-Polka. Nö, das brauchst du nicht lesen. Du gehst mal hier aufs Klo und dann nimmst du die hier Reste, denn ich habe mit Luca gestern noch ein bisschen gekocht. Du nimmst dir mal die Rahmen. Ja, Rahmen essen. So, dann, das hört sich doch ganz lecker an. Du schläfst hier noch. Was ist denn jetzt schon wieder los? Nein, danke, interessiert mich nicht. So, dann mache ich das hier schneller. Sunny hat zweimal Tantiemen bekommen. Okay. Du nimmst dir hier Butternut-Gnocchi. Das ist vielleicht ein Wort. Okay, dann kannst du hier bitte schön aufwischen und dann hier verbessern. Und zwar überragende Spülung weiter verbessern. Ach so, das hatten wir schon angefangen. Okay, aber bitte erst ab aufwischen. Genau. Du isst hier. Wir können doch da während eigentlich fernsehen, oder? Und du kannst doch da während auch hier fernsehen. Und ach so, am besten schauen wir den Comedy-Kanal, oder? Schade, dass sie nicht hier einfach vom Tisch essen und fernsehen können. Ah, doch, machen sie. Ah, perfekt, cool. Comedy-Kanal schauen. Comedy-Kanal schauen. Ach, der ist schon drin. Okay, gut. Dann schauen wir mal hier alle zusammen den Comedy-Kanal. Da lernen wir noch ein bisschen Spaß. Hier bitte aktuellen Kanal schauen. Während du isst, was ist denn hier los? Ach so, er kann noch nicht mit den Stäbchen essen. Mira hat die Installation des Toiletten-Upgrades abgeschlossen. Das ist super. Warum wollt ihr denn alle immer lesen, Mensch? Okay, was machen wir denn dann mit dir? Du möchtest Freundschaft schließen, Karaoke-Duett singen, jemanden anrufen. Und ich würde sagen, wir können hier mal wirklich mit jemandem plaudern. Ich weiß zwar noch nicht mit wem, Akira, der sieht ganz nett aus. Denn ich würde sagen, wir sollten mal demnächst hier für unsere Leute ein paar Beziehungspartner finden. Also, Sani hatte mir schon geschrieben, dass sie es okay fände, wenn Sani und Luca zusammenkommen würden. Oder dass sie das cool fände. Und ich würde aber für Mira hier einen Kerl suchen und für Vini auch einen Kerl suchen. Und da muss ich allerdings noch gucken, mit wem sollen wir denn mal hier plaudern? Sophia Bjergsen, die sieht immer sehr freundlich aus. Deshalb würde ich sagen, plaudern wir einfach mal mit ihr hier. Auch wenn sie erst eine Teenagerin ist, aber das ist jetzt wurscht. Vor allem dann bist du auch ein bisschen beschäftigt. Das ist sehr gut. Du bist jetzt hier fertig. Du bist inspiriert. Okay. Oh, du möchtest hier etwas pflanzen. Ach so, ich dachte, du möchtest vielleicht etwas gießen. Dann gieß aber mal hier einfach. Und ernte das dann hier und Sunny, was machst du hier gerade? Nö, wir wollen gerade nicht vorbeikommen. Ja, du gehst jetzt mal hier schnell aufs Klo und pinkelst dich bitte nicht ein und dann nimmst du dir hier Reste nehmen? Achso, hier, Reste nehmen. Und du kannst, ja, du kannst das hier ruhig abspülen. Hallo, Luca? Ach so. Nein, du sollst natürlich aufs Klo gehen, du Doofi. Meine Güte. Das ist so kacke mit diesem Bett hier, mit dem Bettbug. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Du spielst? Okay, das ist gut. Das kannst du von alleine ruhig so machen. Ja, du gehst jetzt aufs Klo und danach holst du dir hier Reste. Und du spielst bitte länger als nur 3 Sekunden. Was machst du jetzt? Tanzen. Nein, hör doch auf, Mann. Du könntest eigentlich mal bei einem Spielturnier mitmachen, aber vielleicht nicht hier, sondern eher am PC, weil das ein bisschen billiger ist. Also einmal musst du natürlich hier deinen sozialen Medienstatus aktualisieren, weil du jetzt natürlich sagst, so Mensch, ich mache jetzt gleich bei einem Wettbewerb mit. Oh, Luca, Mann, dann nimmst du hier an einem Anfängerturnier teil und zwar bei Sims Forever, was auch immer das für ein Alt Turnier geben, ergeben soll. Oh, Sani ist bei der Arbeit? Die musste heute zur Arbeit? Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ups. Upsi, bupsi. Ja, Luca, du musst in 4 Stunden zur Arbeit. Dann iss jetzt gefälligst deinen blöden Gartensalat. Und ich würde sagen, davor gehen wir noch kurz das mache ich hier mal schneller. Ah ja, okay, der belämmert jetzt hier Mira, während die Gute versucht, beim Anfängerturnier zu gewinnen. Und was haben wir hier mit Vincent haben wir jetzt? Oh, 300 Follower haben wir jetzt. Hier Level 2 der Tanzfähigkeit erreicht. Und Winnie kann jetzt mit anderen Sims über Tanztechniken reden und auf der Tanzfläche mit dem Pump-Pop-Pump
Pop-Move glänzen. Kann er das auch so machen, wenn du hier tanzt? Achso, dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Tanzfläche, ne? Ach Quatsch, das wollte ich nicht. Ich wollte das mit Winnie machen. Du, du machst das verdorbene Essen raus. Das ist super. Du bist einfach ein toller Kerl. Dann willst du hier eine glückliche SMS verschicken. Dann mach das mal an Liberty. Ja. Verschicke eine glückliche SMS an Liberty. Masami. Was sind denn das alles für Leute? Oh, Vladislaus und Saiji ist beides negativ ein bisschen. Okay, Travis, der sieht doch eigentlich ganz süß aus. Der ist ein Kollege. Steht hier irgendwas von wegen Bekannter, von wegen Partner, steht hier nichts. Du hast recht, bla, nein, ich will mich nicht mit dir treffen. Ich will einfach nur eine SMS schreiben. Oh, konzentriert zur Arbeit gehen und ein Instrument kaufen. Genau, wir haben doch jetzt eigentlich ganz gut Geld. Dann sollten wir doch hier langsam mal ein Instrument kaufen können. Ja, das Spiel hängt. Oh Gott, was ist denn hier jetzt los? Das wird ja immer schlimmer. Ich glaube, ich habe irgendwelchen Custom-Content, der nicht mehr up-to-date ist. Jetzt. Oh mein Gott, so ein Schockmoment immer. Ich denke immer, ja, wo packen wir denn mal ein Instrument hin? Vielleicht eine Gitarre? Ist das denn Aktivitäten und Fähigkeiten ist das doch garantiert. Genau, kreativ. Oh, eine bisschen bessere Digicam. Hier haben wir eine Staffelei. Was haben wir denn hier für Instrumente? Wir haben hier eine Geige. 425 Simoleons. Eine Gitarre 600. Das ist doch eigentlich ganz okay. Ja, dann schauen wir mal hier. Die gefällt mir ganz gut. Die sieht ein bisschen aus wie die, die ich habe. Oder die, die ich mal hatte. Ich habe sie ja immer noch, aber sie ist halt bei meinem Vater. Die stellen wir mal. Ist hier irgendwie die Wand? Ja, hier, da passt die doch ganz gut hin. Und ja, dann haben wir jetzt ein Musikinstrument und das willst du jetzt bestimmt spielen, oder? Höheren Level der Tanzfähigkeit erreichen. Okay, dann tanz halt einfach mal noch ein bisschen hier tanzen. Und du spielst hier und du, was machst du jetzt hier? Du stehst hier herum. Du müsstest aber mal duschen gehen, deshalb gehst du mal hier bitte schön duschen schnell. Ich mache das hier wieder schneller, damit der Part nicht wieder 40 Minuten lang geht, Sunny. Mhm. Nein, ich habe das so bei The Sim Supply gesehen und deshalb, was ist denn das jetzt schon wieder hier? Ich will mich nicht kokett fühlen. Okay, gut. Dieses Spiel ist irgendwie nicht ganz richtig. Du kannst aber mal hier einfach nochmal was kochen. Wir müssen nämlich hier auf jeden Fall nochmal kochen. Dann kochst du hier mal eine Einzelportion am besten, oder? Ja, weil wir haben schon so viele Portionen. Was ist denn am billigsten? Machen wir das einfach mal so. Speckersatz, Tomaten, Grillkäse haben wir schon. Gartensalat haben wir, glaube ich, auch. Dann machen wir hier nochmal eine Portion Ramen mit dir. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Wer belämmert mich denn? Ich glaube, ich mache das Handy auf stumm. Telefon leise stellen. Dann kriegen wir, glaube ich... Ah, das haben sie jetzt alle? Ah, okay, dann gilt das für alle. Das ist gut. Sunny, du könntest doch mal hier die Klassiker studieren. Verbessert die Schreibfähigkeit, verringert die Arbeitsleistung. Ja, weil das die Schreibfähigkeit verbessert. Was machst du denn jetzt hier schon wieder? Mann, wasch dir doch nicht die Hände, das brauchst du nicht, das ist unnötig. Tanz hier weiter. Und du, machst du bitte hier deinen Kram weiter? Rahmen fortsetzen. Was ist das? Das Brett? Achso, das Essen ist in einem Paket. Hallo? Oh mein Gott. Rahmen, das sieht ein bisschen aus wie ein Drogenpäckchen. Hallo? Oh mein Gott. Gut, Luca, ich mach das jetzt so. Ich gehe jetzt mit dir irgendwo hin, dass dieser blöde Bug hier endlich weg ist. Egal wo. Das sieht sehr schön aus hier. Vor allem weiß ich gerade echt nicht, was ich dann als Thumbnail machen soll. Weil bis jetzt ist noch nichts passiert, was ein Thumbnail lohnt. Wir gehen mal einfach mit dir zum Museum. Eigentlich ist es ja egal, wohin wir gehen. Ich will einfach nur mit dir... Wir gehen mal in die Bücherei. Alles gut, kurz alleine und dann wieder nach Hause. Und das war's dann auch schon. Ich will nur schnell
den Kram hier ändern, dass der Bug weg ist, ne? Das wäre sehr freundlich. Und wenn es dann nicht lange laden würde, wäre es auch sehr freundlich. Ich trinke mal eben ein Schlückchen. Ja, der Bug ist weg. Dann gehen wir jetzt gerade wieder nach Hause. Das hat sich ja richtig wir könnten hier aber noch was zu trinken holen. Ach Quatsch, wir gehen jetzt gleich nach Hause. Zack. Und dann haben wir nicht so viel Zeit verschwendet. Und ich hoffe, dass das Spieleturnier von Mira jetzt noch weitergeht und sie nicht einfach aufgehört damit. Das wäre nämlich ziemlich blöd, wenn ich jetzt 20 Simoleons rausgepustet hätte. Nein, natürlich macht sie es nicht mehr. Ach, das ist doch so doof. So, dann kannst du jetzt deine blöden Rahmen fortsetzen hier. Du kannst jetzt hier nochmal mit dem Spielturnier anfangen. Oh, das ist so doof. Soziales Netzwerk, du machst hier nochmal. Ich fange jetzt nochmal mit dem Spielturnier an. Mein komischer Mitbewohner musste weg und deshalb habe ich aufgehört, irgendwas zu machen. Wir machen hier Sims Forever. Du schaust fern. Romanze ansehen. Nee, du spielst jetzt mal hier, übst jetzt mal hier ein bisschen Gitarre. Jetzt bist du kokett. Eigentlich wäre es besser, wenn du inspiriert wärst. Deshalb hör mal nochmal auf damit und hier, Web, genau. Web. Ah nee, nachdenklich duschen macht auch inspiriert, ne? Aber das, ah doch, hier, nachdenklich duschen, dann mach das mal kurz. Ja, schön auf die Rahmen drauf niesen. Dann mache ich hier doch mal einfach davon ein Foto. Hier, Luca, der Chefkoch. Chefkoch Luca. Vor allem fällt mir gerade auf, dass ich jetzt natürlich hier... So, hier nochmal schön. Foto über Foto. Jetzt geht's hier an den Herd. Okay, ja. Was auch immer du da reingießt. Wo ist die Flasche hin? Okay, die ist einfach oben verschwunden. Ob die wohl noch runterfällt oder... das würde mich mal fragen. Würde ich mich mal fragen. Würde mich wundern? Keine Ahnung, wie man das nennt. So, dann hast du jetzt wie viel abgeschlossen? Zu 75%. Das heißt, er muss 4 Rezepte kochen. Dann kochen wir einfach nochmal eine Einzelportion. Hier wieder schön billig. Vielleicht diesmal eine Einzelportion Fischtacos. Ja, oder? Ja, vor allem... Ah, das ist billiger. Das ist doch perfekt. Dann machen wir das. Das hier kommt in den Kühlschrank zurück. Das Rahmen, die Suppe, die Rahmensuppe. Keine Ahnung. Können wir mit dir eigentlich noch irgendwas hier verbessern? Nee, was brauchen wir hierfür? Level 4 der Geschicklichkeitsfähigkeit und hier auch Level 4. Vielleicht können wir mal... oh Gott, das klingt ganz schlimm. Robuste Armaturen, 2 gewöhnliche Tuning-Teile. Wie viele haben wir denn davon hier im Inventar? 7? Junge? Warum tanzt du hier, wenn ich dir gesagt habe, dass du kochen sollst? Oder hast du das jetzt schon gemacht? Bist du irgendwie doof im Kopf? Fischtaco, eine Einzelportion, jetzt du hier. Oh, mit Ü kann man rauszoomen. Okay, gut zu wissen. Und wie kommt man wieder rein? Je ne sais pas. Aber die 3 Simoleons hat es wahrscheinlich vorhin abgezogen, ne? Okay, dann würde ich sagen, wenn du hier mit dem Turnier fertig bist, wie lange musst du denn noch arbeiten? Bis 19 Uhr und du arbeitest bis 1. Zeit für die Arbeit. Oh, dann solltest du dich mal beeilen hier. Bitte, beeil dich mit Kochen. Los, jetzt. Ach so, du musst natürlich inspiriert sein. Das bist du jetzt... hast du jetzt zwar deine Aufgabe erledigt, aber bist nicht inspiriert. Das ist eigentlich auch nicht so schlimm. Level 5 der Videospielefähigkeit erreicht. Mira kann jetzt fortgeschrittene Spielstrategien recherchieren. Oh, außerdem kann sie andere Sims mit ihrem Videospielkönnen beeindrucken. Okay. Okay, das klingt doch gar nicht schlecht. Was ist das denn für eine Frisur? Ach so, das ist ein Turban. Okay. Dann, wenn du hier fertig bist mit dem Turnier, dann wirst du hier noch einmal den sozialen Medienstatus aktualisieren. Dann wirst du hier robuste Armaturen machen. Und vielleicht sollten wir dann vielleicht einfach nochmal hier mit dem guten hier Zuspruch geben. Warum Zuspruch? Ach so, ich dachte, er wäre traurig und Zuspruch würde... Ja, okay. Über besten Köder reden. Tag verschönern.
Über Spielstrategie diskutieren. Was können wir denn hier noch machen? Nach anderem Sinn fragen. Reparaturtipps geben. Okay, ja, können wir mal machen. Ach so, die Warteschlange ist voll. Alles klar, wir sind traurig, weil wir verloren haben. Och Mann, was steht hier? Mira ist eine sprichwörtliche Verliererin, wenigstens beim letzten Spielturnier. Ja, wahrscheinlich habe ich Dead by Daylight gespielt, ne? Ach so, das geht natürlich, wir können hier gerade nicht reden, weil der gute Vinnie hier noch am Gitarre spielen ist. Konzentriert zur Arbeit gehen, das musst du erst in 17 Stunden wieder am nächsten Tag. Okay. Und jetzt sind 21 Minuten rum, ich werde aber diesen Tag hier noch zu Ende spielen. Aber es ist immerhin schon mal 17 Uhr, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das so extrem viel länger... Oh, die Stereoanlage ist kaputt. Die werde ich aber nicht reparieren. Da werde ich mal hier bitte schön einen Reparaturservice engagieren, weil... Das ist mir zu riskant mit Strom und so. Dann verbesserst du danach mal hier die Armaturen. Obwohl, nee, Reparaturservice engagieren und du bist doch hier wahrscheinlich gleich fertig, ne? Dann kannst du mal hier so ein bisschen Fernsehen. Ja, gerade den Comedy-Kanal, das müsste der... Ah nee, das ist Quatsch, das ist hier ein anderer, ne? Kanal schauen. Comedy-Kanal. Habe ich hier irgendwie jemanden ausgeschlossen? Fällt mir gerade auf. Tür abschließen für... Nö. Als Haustür festlegen haben wir. Okay. Dann bist du jetzt hier fertig, Vinnie. Das ist super. Dann hörst du mal auf, bitte hier Instrumente zu spielen und... spielst ein Multiplayer-Spiel und zwar My Sims Racing mit der guten Mira. Bitteschön. Und ist irgendwie eine komische Masami hier? Weil ich habe keine Ahnung. Oh, Khaled Abd al-Qaida. Okay. Schicker Name, schicker Bart. War es das schon? Ja, so schnell würde ich aber auch gerne reparieren können. Okay, dann mache ich das mal hier schnell. 103, da hätten wir das Ding aber auch gleich ersetzen können. Das hat sich ja jetzt kaum gelohnt. Dann mache ich das mal bis 19 Uhr. Jetzt sollte Sunny ja auch eigentlich... Oh, du bist wütend. Warum das denn? Böse gesinnt. Sich selbst vor dem Spiegel zu beruhigen versuchen. Dann machen wir das doch mal hier. Versuch dich mal zu beruhigen. So schlimm kann es auf der Arbeit schon nicht gewesen sein. Du schaffst das. Danach gehst du duschen und nimmst eine nachdenkliche Dusche. Und dann können wir hier eigentlich mal noch Schreiben üben mit dir. Obwohl, vielleicht sollten wir erst hier schauen, dass wir das loswerden. 3 Stunden noch. Dann mache ich das hier schneller. Wie die beiden beim Zocken reden. Ja, ihr seid jetzt hier fertig, oder was? Ah ja, dann Liegestützen machen. Nee, Vinnie, das brauchst du nicht. Du kannst mal hier über Spielstrategie diskutieren. Vielleicht ist es besser mit Sieg bei My Sims Racing prahlen. Oh, Vinnie hat gewonnen. Okay, und ich habe mal wieder verloren. Warum wundert mich das irgendwie nicht? Tag verschönern, von Interessen schwärmen. Und dann können wir doch eigentlich mal hier... Ach so, Luca ist gerade nicht da, sonst würde ich sagen, starten wir eine Versammlung. Aber... Der muss ja erst noch herkommen. Nach der Arbeit würde ich sagen, machen wir das dann. Und wenn ihr hier fertig seid mit Plaudern, dann würde ich sagen, macht die gute Mira mal wieder ihre tägliche Runde. Wir können hier auch mal wieder Frösche züchten. Ja, machen wir mal so. Und dann werden wir einen hier verkaufen. 10 Simoleons, das ist natürlich doof. Aber hier, was haben wir denn hier? Einen Koi? Nichts. Aufhängen, okay. Die Eritze, die können wir doch... Kann die Eritze nicht in den Kühlschrank? Okay, was sollen wir denn dann mit der Eritze machen? Aufhängen. Ja, pff, als ob ich mir einen Fisch an die Wand hänge. Nee. So, dann seid ihr hier immer noch am Plaudern. Gut, du kannst mal hier... denen geht's gut, den Pflanzen. Das ist ein riesiger Garten. Du könntest einfach mal hier noch ein bisschen angeln. Vielleicht können wir ja eine... Kuhpflanze fangen. Ein Kuhpflanzensamen, weil eine Kuhpflanze ist so cool. Ich fand die schon in Sims 2 so cool, wo man dann Sims umbringen konnte mit. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist zwar irgendwie brutal, aber mein Gott, es ist Sims, ne? Also, ja. Ich habe auch in den Sims umgebracht. Dann ernten wir mal hier die Pilze, indem ich ein Feuerwerk im Haus platziert habe, ne? So Standardding halt. Können die anderen, kann Vinnie jetzt eigentlich hier... Oh, für Vinnie ist das Ding noch zu. Ah, das ist okay. Okay, das ist interessant. Das heißt, wir gehen dann mal hier noch graben. Was ist das hier? Löwenmäulchen.
Hier können wir noch Pilze ernten, aber erst, wenn die Warteschlange nicht mehr so voll ist. So, was gibt's denn dann hier gerade? Was wächst hier? Oh, die Apfel. Die Apfel. Die Äpfel sind reif. Der Getränkestand ist leider weg, aber hier müssen wir dann auch noch hin. Gut, du brauchst kein Buch lesen. Du kannst aber mal hier die Chrysanthemen verkaufen. Mit dir müssen wir auch noch, vielleicht versuchen wir mit dir nochmal an einem Videospielturnier teilzunehmen. Oder wir programmieren mit dir einfach mal gerade noch ein Plugin, ne? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann machen wir hier einmal Web Sympedia durchsuchen, damit du konzentriert wirst. Und dann programmieren wir hier ein Plugin. Du bist jetzt hoffentlich inspiriert. Ah, perfekt. Dann darfst du jetzt hier Schreiben üben. Und nicht Schreiben üben, sondern nochmal eine Fanfiction schreiben. Und jetzt muss ich mir irgendwas über Rob ausdenken. Oh mein Gott. Vielleicht Robs wahre Liebe oder so. Was definitiv vielleicht sowas wie das umgekehrte Ballett und andere Geschichten. Okay, das ist definitiv falsch. Vielleicht sowas wie Rettung im letzten Augenblick. Rettung im letzten Augenblick. Bei einer gewissen Hochzeit, muss sich Rob Stark letzten Augenblick retten. Wird er es schaffen? Oh Gott. Ja, ich denke mal, die Game of Thrones geschaut haben, werden den Witz, werden die Anspielung, nicht den Witz, verstehen. Aber ja, du programmierst hier dein Plugin, wie sieht's denn hier aus? Renaissance-Sim. Ach ja, 3 Bücher zu Ende lesen und Level 3 der Logikfähigkeit erreichen. Wie kriegen wir Logik? Indem wir Schach spielen wahrscheinlich, ne? Hier, Logikbuch. Okay, dann kaufen wir doch mal mit dir hier ein Buch. Bücher kaufen. 3 Bücher zu Ende lesen. Das sollte ja nicht so schwer sein. Logik ist natürlich doof. Gibt's da nichts, was dazu passt zu dem Stadtding mit dem Programmieren und so? Fähigkeitenbücher hier. Wo sind denn die Fähigkeiten? Fähigkeit, Logik, Geige, Geschicklichkeit, Gourmet, ABCDFG, HJK, jetzt sollte gleich Logik kommen hier. Logikband 1, Einführung in die Vernunft. Ja, Logik passt doch eigentlich auch ganz gut zusätzlich noch zum Programmieren, weil man ja auch damit programmiert. Also die Programmiersprache ist ja auch sehr logisch, wenn man sie versteht. Dann hast du hier mal dein Buch, was du danach lesen kannst, wenn du dein Plugin programmiert hast. Und wie geht's dir denn sonst eigentlich? Vielleicht solltest du dazwischen noch aufs Klo gehen hier und dann lesen. So, Logikband 1, genau hier. Dann liest du das mal. Sani, du bist hier am Schreiben. Du kriegst langsam Hunger, dann nimm dir hier Reste. Luca, was kannst du mal hier machen? Fleißig arbeiten. Verbessert Arbeitsleistung, senkt, das war das mit dem Stress. Eine Meisterköche studieren, verbessert Kochfähigkeit, verringert Arbeitsleistung, bietet Möglichkeit. Das machst du mal. Wie sieht's denn so aus mit deiner Arbeitsleistung? Ah ja, die wird sowieso noch nicht heute zum Dings da und ja, und du bist hier wunderschön mit dieser Mütze. Die sieht so doof aus, diese Mütze. So, wie lange angelst du denn jetzt hier noch, ne? Du müsstest vor allem mal langsam aufs Klo. Dann hör mal hier auf zu angeln und mach die Tour. Du hast jetzt genügend Fische gefangen, auch wenn es nur 2 waren. Nee, doch 2. 2 Barsche, 2-mal dasselbe. Das ist natürlich schade. Dann mache ich das hier schneller. So, und ich folge dir bitte. Frösche. Nein, ich möchte nicht mit dir feiern gehen, Summer. Oh, na, das ist jetzt natürlich ungünstig. Hat sie sich jetzt eingepisst? Ah, nee. Kann man hier, gibt's vielleicht hier irgendwo Büsche, wo man, einen Busch, wo man hinpinkeln kann? Kann man hier rein? Kann man nicht reinpinkeln, schade. Ja, schaffen wir das noch?
den ganzen Kram aufzusammeln und dann werden wir hier die Pilze ernten. Alter, geh doch mal weg, du Blöde. Pilze ernten, graben, alles ernten und dann wieder nach Hause und dann gleich aufs Klo gehen. Ach so, du liest jetzt im Bad ernsthaft? Warum setzt du dich denn nicht hin? Mein Gott, dann geh hier aufs Klo und du setz dich bitte hier hin und liest da. Ne? Also das wäre sehr wünschenswert. Dann kannst du ja auch auf die richtige Toilette gehen hier verwenden. Und ich mache das hier alles mal schnell schneller. Mal schnell schneller. Das klingt super blöd, aber gibt es kein... Gibt... Hä? Ach so, du hast die Musik angemacht. Okay, ich dachte gerade, hä, wo kommt die Musik her? Hilfe! Was hast du hier geschafft? Sich fähig fühlen? Ah ja, Feueropal haben wir gefunden. Ach so, schade, jetzt habe ich gar keine Benachrichtigung von Vincent gesehen. Ah, das kann ich doch hier bestimmt nachschauen, oder? Hier, hat die Logikfähigkeit erworben. Das Malware-Abwehr-Plugin macht das Surfen im Netz für alle sicherer. Winnie erhält 11 Simoleons für seine Mühen. Wow. Also ganz ehrlich, das ist sehr billig. Also wenn alle Malware-Plugins nur 11 Simoleons kosten würden, dann wäre das schön. Du kriegst auch langsam Hunger. Was machst du hier? Tanzen? Nö, du kannst dann hier eigentlich mal Reste nehmen. Nimm die Reste und ja, natürlich legst du das Buch hier hin. Ne? Du könntest es eigentlich auch auf deinen Nachttisch legen. Und haben wir hier eigentlich noch Sachen im Inventar von dir? Nee, wir haben in deinem Inventar unglaublich viele Sachen. Ja, die Zeitkapsel würde ich eigentlich... Obwohl, da gibt es so süße My Sims-Figürchen. Deshalb würde ich die vielleicht gerade sogar... Oh Gott, jetzt wird es sehr knapp. Behalten. Und dann können wir hier zum Beispiel die Jenny können wir aufstellen. Die Jenny. Okay, wie sieht denn die gute aus? Ja. Ja, ganz nett. Ein Gong. Okay, was ist denn ein Gong? Dann kommt der Gong hier hin. Ach, das ist ein Steinzeitmensch. Der passt doch ganz gut zu Luca. Ich würde mal den Steinzeitmenschen zu Luca setzen. Es soll keine Anspielung sein auf irgendwas. Ich weiß nicht, was ihr meint. Und dann werden wir mal hier schnell den Apfelbaum anpflanzen. Ah, gibt es hier verschiedene Qualitäten? Bevor du hier irgendwas machst, stopp. Obwohl, du sollst dir Rahmen nehmen. Ja, das wäre cool. Gibt es hier Qualität? Die haben alle Qualität normal, ne? Ja, okay. Dann ist es ja egal. Dann bitte erstmal hier pflanzen, nicht essen. Kann man eigentlich auch einen Apfelkuchen machen? Das würde mich mal interessieren. Oh, was ist das denn hier? Okay. Ein gewöhnlicher Barsch und das hier ist auch ein gewöhnlicher Barsch. Komisch, aber ich würde sagen, ich werde jetzt den Party beenden. Es ist 1 Uhr, Luca kommt gleich zurück und ich habe es geschafft, 33 Minuten zu brauchen. Yay! Okay, ich hoffe natürlich, euch hat das Video hier gefallen und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss!